Grüß Gott, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Heute möchte gesprochen werden über die Lautbildung, das Wort und die Sprache. Wir haben ja mit der Sprache etwas gegeben, das uns die Möglichkeit bietet, unsere Gedanken zu formulieren und auch in die Welt hinaus zu tragen mit unseren Lauten und Worten. Und die Sprache bietet uns die Möglichkeit, die vielfältigsten Dinge zu beschreiben und auch darzustellen in völliger Freiheit. Wer hat das nicht schon erlebt, dass zwei Menschen über ein und dieselbe Sache sprechen? Der eine sagt völlige Unwahrheiten, der andere stellt die Wirklichkeit wahrheitsgetreu dar, und sie können eigentlich aufgrund der Art, wie die Sprache verwendet wird und wie die Sprache diese Unwahrheit oder Wahrheit zum Ausdruck bringt, nicht feststellen, ob es wahr oder nicht wahr ist. Da hat die Sprache die Fähigkeit, uns die völlige Darstellungsfreiheit zu geben. Und unsere Aufgabe ist es nun, als Menschen, dies auch zu erkennen und den Ernst und die Verantwortung für die Verwendung der Sprache zu erreichen und auch zu sehen, wie viele hohe Individualitäten, wie viele Menschen über die Jahrhunderte an unseren Sprachen, namentlich hier auch unbedingt auch an der deutschen Sprache, gewirkt haben, um sie bis zu dieser hohen Qualität, wie wir sie zumindest Anfang des 20. Jahrhunderts erreicht hatten. Wir haben gerade bei der deutschen Sprache wesentliche Wendepunkte. Das ist der Sängerkrieg auf der Wartburg und nochmals die Wartburg mit Martin Luther und der ersten Übersetzung des Neuen Testaments in die deutsche Sprache. Und da spricht einer der deutschen Meister: Auf einem grünen Achmadi trug sie den Wunsch vom Paradies, Beede, Wurzeln und Ries. Das was ein Ding, das hieß der Gral, Erdenwunsches Überwall, Repanse de Choui. Sie hieß, die sich der Gral tragen ließ. Der Gral, was von Söhler Art wohl Murse Kusches Sinn bewahrt, die Sinze rät sollte Pflege, der muss Falsches sich bewegen. Vor dem Grale kommen Licht, den Wahn von Armer koste nicht. Sehs Gas, Lanz, Luther wohlgetan, da inne Balsam, der wohlbran, sagt Hans Wolfram von Eschenbach in seinem Buch Perceval. In der heutigen Sprache ungefähr übersetzt: Auf einem grünen Achmadi trug sie das Glück vom Paradies, war Wurzel und zugleich der Wuchs. Es war ein Ding, das hieß der Gral, der die Vollendung übertraf, von der der Gral sich tragen ließ. Sie hieß Repanse de Jui. Das Wesen dieses Grals war so, die das Recht hat, ihn zu hüten, muss von höchster Reinheit sein, muss frei von jedem Makel bleiben. Lichter trug man vor dem Gral, sie stammte nicht von armen Leuten. 6 Glasgefäße, hochhell schön und innen Balsam, der gut brannte. Und von einem anderen Mitglied
der Begegnung auf der Wartburg beim Sängerkrieg. Walter von der Vogelweide sprach: Das Äußere lässt auf das Innere schließen. Meister Eckert sprach: Nun spricht unser Herr, wer etwas hingibt um meinetwillen und um meines Namens willen, dem will ich hundertfältig wiedergeben und dazu das ewige Leben. Matthäus. Ließest du es jedoch um das hundertfältige und um das ewige Leben willen, dann hättest du nichts hingegeben. Ja, gibst du es hin um hunderttausendfachen Lohn, du hast nichts hingegeben. Du musst dich selbst lassen und ganz lassen, dann hast du richtig gelassen. Es kam einmal ein Mensch zu mir, es ist nicht lange her. Er sagte, er habe große Dinge hingegeben, an Grundbesitz, an Vermögen, um dessentwillen er seine Seele rettete. Da dachte ich, ach, wie wenig und gar nichts hast du gelassen. Es ist eine Blindheit und eine Torheit, solange du irgendwie beachtest, was du gelassen hast. Hast du dich selbst gelassen, dann hast du gelassen. Ein Mensch, der sich selbst gelassen hat, der ist so lauter, dass die Welt ihn nicht zu ertragen mag. Wir hören also vom Gral die Darstellung aus dem 8. 9. Jahrhundert von Wolfram von Eschenbach über das Christuswesen und die Darstellung des Meister Eckhart über das Sich-Sein-Lassen, das Nicht-Wirken des Egoismus. Und das ist es, was die Sprache ist, das Weltenwort, das sich verkündigen will und die Verwendung des Wortes. Und Jakob Böhme sprach, die Sonne ist das Herze aller Kräfte in dieser Welt und ist aus allen Kräften der Sterne zusammen figuriert und erleuchtet hin wiederum alle Sternen und alle Kräfte in dieser Welt. Gleich wie der Vater seinen Sohn, das ist sein Herze oder Licht, aus allen seinen Kräften gebühret, und dasselbe Licht, welches der Sohn ist, gebühret das Leben in allen Kräften des Vaters, das in demselben Licht, in des Vaters Kräften, aufgehet, allerlei Gewächs, Zierheit und Freuden. Jakob Böhme. Es gibt keine schönere Musik, denn so der Mensch von innen wohl zusammen ist gestimmt, sagt er weiter. Und Johann Gottlieb Fichte sprach, alles Neue, Große und Schöne, was vom Anbeginn der Welt an in die Welt gekommen und was noch bis an ihr Ende in sie kommen wird, ist in sie gekommen und wird in sie kommen durch die göttliche Idee, die in einzelnen Auserwählten teilweise sich ausdrückt. Was der Mensch als Laute bildet, ist ein Wiedergeben dessen, was ihm aus dem Makrokosmos als Bilder zukommt. Bildende Formen und Bewegungen nimmt der Mensch auf, was vom Tierkreis kommt, wird überwiegend zur Formgestaltung des physischen Leibes. Was von den Planeten kommt, sind Lebensprinzipien und Organbildungen. So haben wir das, was man nennen kann, das bildende Weltenwort, das den Menschen bildet und das in einem Teil wieder als Laute und Sprache erklingt. Zitat: Von den Planeten kommen mehr die Vokale, von den Tierkreisbildern kommen die Konsonanten. Dieser Rückschlag ist die Sprache. Was hineingeht, bildet die Organe. Was wiederum zurückgeschlagen wird, lebt in der Sprache.
Konsonanten und Lokale werden gewissermaßen in uns hineingetrieben, bilden die Grundlage unserer Organe. Was mehr Form ist in unserem Inneren, kommt mehr von den Tierkreisbildern. Was mehr Leben ist, kommt mehr von den Planeten. Wenn mehr das Leben zurückgeschlagen wird, vokalisieren wir. Wenn mehr die Formen zurückgeschlagen werden, konsonantisieren wir. Zitat Rudolf Steiner. Aus der astralischen Welt kommen die Bilder, die sich im Ätherischen in Formen der Bewegung ausdrücken, und diese sind die Quellen der menschlichen Sprachen. Zitat, der Mensch in seiner Sprache ist nur erklärbar, wenn man die Konsonanten aus den Fixsterngruppierungen, die Vokale aus den Planetenbewegungen bzw. aus den Übereinanderlagerungen der Planeten erklärt. Wenn man also das, was der Mensch spricht, aus dem Kosmos erklärt. Zitat Ende. Die Vorbilder der menschlichen Sprachen kommen aus den geistigen Welten des Makrokosmos. Diese geistigen Wesen der höheren Engelhierarchien bilden im Mikrokosmos den Menschen. Was aus diesem Schaffen an den Menschenleibern zurückgehalten wird, kann sich als Sprache ausdrücken. Zitat, die Sprache ist ja aus dem ganzen menschlichen Wesen heraus geboren. Nehmen wir irgendein Vokal. Er drückt immer aus dasjenige, was die Seele im Umfang ihres Fühlens erlebt. Entweder der Mensch soll dasjenige ausdrücken, was im Staunen lebt, das A, eine Art sich halten, das E, oder das Selbstbehaupten, das I, und so weiter. Das wird natürlich für die verschiedenen Sprachen verschieden gestalten, weil die verschiedenen Sprachen aus verschiedenen gearteten Empfindungsleben hervorgehen. Aber alle Vokalischen drücken ursprünglich ein seelisches Fühlen aus, das sich nur verbindet mit dem Gedanken, der aus dem Kopfe kommt und dann ins Sprachliche übergeht. Aber das Wahre ist, dass der Vokal immer aus dem Seelenleben entspringt, der Konsonant immer in den Erfühlen Nachbilden des äußeren Gegenstandes ist. Zitat Ende. Eine Kunstform bringt diese ätherischen Bewegungsformen zum Ausdruck. Es ist die Arrhythmie, die Bewegung, die da ausgeführt werden, sondern es ist in Wirklichkeit eine sichtbare Sprache, und zwar eine wahre Sprache, eine Sprache, die auch nicht etwa durch Ausdeutung des Wortes oder dergleichen gewonnen ist, sondern die auf einem sorgfältigen Studium des Wesens der Tonsprache selbst beruht. Wo der Ätherleib Inneres, Geistiges zum Ausdruck bringen will, führt er Bewegungen aus. Zitat, der Ätherleib spricht niemals mit dem Munde. Er spricht immer mit den Gliedmaßen. Und nur dasjenige, was der Ätherleib ausführt, indem der Mensch spricht, das wird auf den physischen Leib übertragen. Zitat Ende. Reine, geistige, spirituell durchdrungene Sprache ist ein durch den Menschen zur irdischen Verkörperung gebrachtes Schöpferwort. Die heutige Sprache des Menschen kennt aber auch viele unreine Veränderungen, die dieses reine, schöpferische Wort abdämpfen. Aber wie das Wort eben heute geschlagen, getreten, verunstaltet wird, kann es auch in schöner, reiner Form erklingen oder durch die Arrhythmie als Kunst in Bewegung sichtbar gemacht werden. Aber was ist es denn, dass es so viele Sprachen gibt? Es ist die Wirkung der Sprachgeister, der Erzengel, die jeweils eine Sprache hervorbringen oder einen Dialekt davon beeinflussen. Zitat, und in der Sprache lebt ja der Sprachgenius. Die Sprache unterliegt ja nicht der menschlichen Willkür in ihrer Entwicklung, sondern in der Sprache lebt der Sprachgenius. Und der Sprachgenius gehört im Wesentlichen der Hierarchie der Archangeloi an.
Zitat Ende. Die Sprache als ein Geschenk der Erzengel, aber auch als ein Wirken verschiedener Erzengel in verschiedenen Kultur- und Sprachräumen. Zitat, so also sehen wir, wie in dem Ätherleibe des Menschen und in dem Ätherleibe des Volksgeistes, der in Betracht kommt, zweierlei Wesenheiten ihre Arbeit austauschen, die normal entwickelten Erzengel und die auf der Erzengelstufe stehen gebliebenen Geister der Form, die verzichtet haben auf eigene Entwicklung, um dem Menschen während ihres Erdendaseins die Volkssprache einzuverleiben, dass das Ergebnis dieser Sprachwerkzeuge eine physische Manifestation, nämlich gerade die Sprache, ist. Wir müssen also als ein Ergebnis dieses Zusammenwirkens gerade dasjenige ansehen, was als Volksgemüt, als Volkstemperament mit der Sprache im Bunde uns entgegentritt. Zitat Ende. Die Sprache der Menschen bildet sich aus dem Wirken der Erzengel. Verschiedene Erzengel wirken verschiedentlich auf die Menschen ein. So entstanden verschiedene Sprachen und Kulturen. Indem der Mensch spricht, also sozusagen um die Erde herum eine Atmosphäre bereitet, in der die zur Sprache artikulierten Lautbildungen des Menschen leben, ist diese Sprachatmosphäre das Element der Archangelo. Deshalb sind die Archangeloi die Volksgeister. Zitat Ende. Der Erzengel. Die Erzengel waren in der früheren Menschheitsentwicklung noch fähig, mit Hilfe höherer Hierarchien die Sprache der Menschen so zu bilden, und die Menschen war das innere Fühlen und Wollen noch im Einklang mit dem, was ihre Laut- und Wortbildungen waren. Das nahm immer mehr ab. Die Sprachen werden nach und nach wie Leichname ihrer selbst. Sie wird immer materialistischer, geistloser und arimanischer. Zitat, dass also die Sprache gewissermaßen einen materialistischen Charakter annimmt, oder wenn er die Sprache so gestaltet, dass er im Sprechen einen gewissen Idealismus entwickelt. Zitat Ende. Kulturell zusammenhängengehörende Menschengruppen sind etwas wie ein Tempel für das Wirken der Erzengel, für deren Sprach- und Kultur wirken. Trennen sich die Menschen oder werden sie getrennt von ihrem Erzengel, dann werden Kultur und Sprache arimanischer und verfallen dem Materialismus. Zitat, es hörte die unmittelbare quellende Kraft, Sprache zu bilden, auf. In die Sprache kam ein arimanisches Element herein, weil sie herübergekommen wurde aus der früheren, genommen wurde aus einer früheren Stufe. Zitat Ende. Und Johannes, der Jünger, den der Herr lieb hatte, erzählte, als ich ihn nun leiden sah, hielt ich es nicht aus bei seinem Leiden, sondern floh auf den Ölberg und weinte über das Geschehene. Und als er dann am Freitag am Kreuz aufgehängt wurde, war zur sechsten Tagesstunde Finsternis auf der ganzen Erde. Und es stand mein Herr mitten in der Höhle und erhellte sie und sagte: Johannes, für die Menschen unten wurde ich in Jerusalem gekreuzigt, mit Lanzen und Rohren gestoßen und mit Essig und Galle getränkt. Nichts von dem also, was sie über mich sagen, habe ich gelitten. Du hörst, dass ich gelitten habe, doch habe ich nicht gelitten. Dass ich nicht gelitten habe, und doch habe ich gelitten. Dass ich gestochen worden bin, und doch bin ich nicht geschlagen worden. Dass Blut aus mir geflossen sei, und doch ist es nicht geflossen. Kurz das, was jene von mir sagen, habe ich nicht erlebt. Jenes aber, was sie nicht sagen, habe ich gelitten. Erkenne mich daher als die Qual des Wortes, das Durchbohren des Wortes, das Blut des Wortes, die Verwundung des Wortes, das Anheften des Wortes,
den Tod des Wortes. Für die Menschen unten wurde ich in Jerusalem gekreuzigt und mit Lanzen und Rohren gestoßen und mit Essig und Galle getränkt. Der physische Leib Jesu wurde tatsächlich gekreuzigt, denn über diesen Leib hatten die Menschen der Sinnenwelt Gewalt. Aber diese Kreuzigung ist nur Symbol für eine weit realere, nämlich die Kreuzigung, die der kosmische Erlöser, das Wort, unaufhörlich in der Menschheit erlebt. Erkenne mich daher als die Qual des Wortes, das Durchbohren des Wortes, das Blut des Wortes, die Verwundung des Wortes, das Anheften des Wortes, den Tod des Wortes. Die Menschen, in denen das wahre Selbst bewusst und wirksam werden will, tötet, durchbohren, verwunden, quälen und verstümmeln dieses wahre Selbst, indem das Wort wirkt unaufhörlich. Sie lassen es, wenn es sich in ihnen bemerkbar macht, nicht zu Wort kommen, ja spotten über diese Lebensmöglichkeit und verwerfen sie als irreal und verraten sie noch an ihre irdischen Interessen und beuten die Sehnsucht des wahren Selbst nach Leben aus, indem sie ihren Interessen dienstbar machen. Eine Belebung des Sprachschöpferischen im Menschenwesen kann nur dadurch eintreten, dass die Menschen immer mehr den Christusimpuls als ein lebendiges Wiederergreifen, damit der Christusimpuls gerade das Sprachschöpferische werde. Dass die Menschheit in der Zeit, in der sie zur Freiheit aufrückte, herauskam aus dem göttlich-geistigen Durchströmt und Durchwebtsein der Sprachen. Wäre die Sprache so geblieben, wie sie im alten Griechenland war, der Mensch hätte sich nicht zur Freiheit entwickeln können. Es brauchte einmal, ich möchte sagen, dieses Absurde, dass die Sprache nur zum Zeichen da ist, dass die Archangeläu die Möglichkeit verloren haben, die Imaginationen aus der Gegenwart zu bilden, sagte Rudolf Steiner. Der Mensch müsste heute sein sprachschöpferisches Wort ganz verlieren, nur noch eine abstrakte, inhaltsleere Sprache entwickeln. Dass dies nicht so sein muss, ist dem Christusimpuls zu danken. Durch eine Verbindung mit dem Christuswesen können die Menschen mit ihren Erzengeln die Sprache wieder zu einem Schöpferischen machen, wenn sich den Menschen mehr und mehr mit dem Christusimpuls, dem Christuswesen verbinden können und auch die Erzengel durch das Christuswesen wieder empfangen werden können aus höheren Welten, dann werden aus diesem Christuswirken heraus die sterbenden menschlichen Sprachen neu belebt, zu etwas Neuem erblühen können. Zitat, es wird dann eine ganz andere Art der sprachbildenden Kraft kommen. Eine besondere Art der sprachbildenden Kraft wird eben kommen. Die Idee, der Begriff, das Wort umfasste einmal in einer ursprünglichen menschlichen Anschauung den ganzen Menschen als ätherische Schöpfung. Man kann nur so, wie man etwa den Blitz malen könnte, wenn man ihn malen wollte, den Ätherleib irgendwie fixieren. Der Ätherleib ist in fortwährender Beweglichkeit, in fortwährender Regsamkeit. Diese Bewegungen nun, diese in Bewegung begriffenen Formen, aus denen der Ätherleib des Menschen noch besteht, sondern fortwährend entsteht, uns vergeht, haben wir sie irgendwo in der Welt der Menschen. Man hat sie, indem man alles dasjenige lautlich formt, was in den Inhalt der Sprache hineinfließt. Zitat Ende. So ist die menschliche Sprache dort, wo sie sich in Verbindung mit ihrem Erzengel-Sprachgeist befindet, wie die mikrokosmische Entsprechung des schöpferischen Weltenwortes. Was aus der geistigen Welt urquellt und aus unserem Mund erklingt, ist etwas, was uns in der weiteren Entwicklung immer mehr zum schaffenden Wort werden wird,
Was aus unserem Mund erklingt, sind Realitäten des Lautes, des Wortes. Sie wirken in der Welt fort. Es ist unserem Ernst, unserer Wahrheitsverbundenheit und unserem Verantwortungsgefühl überlassen, inwiefern unser Sprechen in einem Einklang sich befindet mit dem Weltenganzen. Dem steht gegenüber eine Arimanisierung der Sprache, eine Verwandlung der Sprache in einen Leichnam ihrer selbst. Die Christusverbundenheit kann diese tote Sprache wieder in eine lebendige verwandeln. Zitat: Wenn wir tatsächlich vom A bis zum Z gehen könnten, in der Lautformulierung, wenn wir dies so zu Wege brächten, dass das A stehen bleiben würde bis zum Z, und das Ganze würde sich in der Luft abbilden, was wäre denn das? Was wäre das für eine Form? Das wäre die Form des menschlichen ätherischen Leibes. Denn was ist dieser Ätherleib? Er ist dasjenige, was die Kräfte des Wachstums, die Kräfte, die in Betracht kommen, um die Ernährung zu besorgen, aber auch die Kräfte, die in Betracht kommen, um das Gedächtnis in die Welt zu leiten, was das alles enthält. Das alles teilen wir der Luftgestaltung mit, indem wir sprechen. Was ist denn aber der ätherische Mensch? Der ätherische Mensch ist das Wort, das das ganze Alphabet umfasst. Zitat Ende. Wo dieser Einklang, da ist ein esoterisches Wirken, ein spirituelles Wirken in all unseren Worten. So wird der Kehlkopf, der heute die Laute hervorbringt, einst sich so weit entwickeln, dass der Mensch sich selbst, seinen physischen Nachfahren hervorbringen kann. Zitat: Wie er heute das Wort hervorbringt, das Wort, welches das Höchste verkörpern kann, so wird er durch das Wort immer schöpferischer werden. Wie er durch die Sexualität egoistischer geworden ist, so wird er durch den Wegfall der Sexualität wieder selbstlos werden, was man heute nur durch den Luftstrom aus dem Kehlkopf hervorbringt, das Wort, das wird in der Zukunft der Menschheit schaffend werden. Ein Menschengeschlecht wird es geben, das durch das Wort schöpferisch sein kann, sagt Rudolf Steiner. Bis dahin hat der Mensch eine Entwicklung zu gehen, die ihn rein macht, um reines Neues hervorzubringen. Denn was in des Menschen Wesenheit ist, wird als solches auch durch ihn entstehen. Zitat: Erst wenn man begreifen wird, was es heißt, dass der Mensch als ganze Wesenheit mit seinem ganzen Inneren wirkt, in dem, was er erzeugt, erst dann wird der Welt reif sein, das Lebendige, das Pflanzliche, Tierische und Menschliche in freier Tätigkeit zu erzeugen. Zitat Ende. Das Wort ist Gott und Gott ist das Wort. In Zukunft hinein müssen wir lernen, das Wort ist heilig. Es ist heiliges, geistiges Wesen, das wir aussprechen. In zukünftigen Zeiten werden wir das menschliche Leben aus dem Munde hervorgebären. Jedes Wort sei uns heilig. Es sei durchdrungen von unserer Welterkenntnis. Und es sei wahr. Einer der schönsten magischen Dichtkünstler sprach: Da kam ein Heiland, ein Befreier, ein Menschensohn voll Lieb und Macht und hat ein allbelebend Feuer in unserem Innern angefacht. Nun sahen wir erst den Himmel offen als unser altes Vaterland. Wir konnten glauben, nun und hoffen und fühlten uns mit Gott verwandt. Novalis, den geistlichen Liedern. Und einer der größten deutschen Meister sprach:
und nebenhin die Sonne, die im Neigen noch prachtvoll zwischen dunklen Wolken thront. Sie sammelt Kraft, die Höhe zu ersteigen. Dort hofft er, seine Mühe bald belohnt. Nun spricht er zu sich selbst, nun muss sich zeigen, ob etwas Menschliches in der Nähe wohnt. Er steigt und horcht und ist wie neu geboren. Ein Glockenklang erschallt in seinen Ohren. Und leichte Silberhimmelswolken schweben, mit Kreuz und Rosen sich empor zu schwingen, und aus der Mitte quillt ein heilig Leben, dreifacher Strahlen, die aus einem Punkte dringen, von keinen Worten ist das Bild umgeben, die dem Geheimnis Sinn und Klarheit bringen. Im Dämmerschein, der immer tiefer grauet, steht er und sinnt und fühlet sich erbauet. Er sieht genau die weißen Kleider glänzen, die ihnen knapp und wohl am Leibe stehen. Ihr lockig Haupt kann er mit Blumen kränzen, mit Rosen ihren Gurt umwunden sehen. Es scheint, als kämen sie von nächt'gen Tänzen, von froher Mühe recht erquickt und schön. Sie eilen nun und löschen wie die Sterne die Fackeln aus und schwinden in die Ferne. Die Geheimnisse. Johann Wolfgang von Goethe. Und sein Freund sprach: Und all Europa hört es heute immer wieder. Festen Mut in schweren Leiden, Hilfe, wo die Unschuld weint. Ewigkeit geschworenen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind. Männer stolz vor Königsthronen, Brüder, Geld es Gut und Blut, dem Verdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut. Freude schöner Götter Funken, Töchter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Dein Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Ode an die Freude von Friedrich von Schiller. Und Friedrich Hölderlin sprach: Es gibt große Stunden im Leben. Wir schauen an ihnen hinauf wie an kolossalen Gestalten der Zukunft und des Altertums. Wir kämpfen einen herrlichen Kampf mit ihnen und bestehen wir vor ihnen. So werden wir sie wie Schwestern und verlassen uns nicht. Und weiter sprach er: Es gibt ein Vergessen alles Daseins, ein Verstummen unseres Wesens, wo uns ist, als hätten wir alles gefunden. Und zur Zeit des Sturzes der Geister der Finsternis und dem Ende des dunklen Zeitalters hören wir den Parseval in Richard Wagners Bühnenweihefestspiel sprechen. O welchen Wunders, höchstes Glück, der deine Wunde durfte schließen, ihm seh ich heilges Blut entfließen, in Sehnsucht nach dem verwandten Quelle, der dort fließt in des Grales Welle, nicht soll der mehr verschlossen sein. Enthüllet den Gral,
öffnet den Schrein. Und zum Abschluss Worte Rudolf Steiners. Das können wir empfinden, wenn aus denselben Weltentiefen, aus denen wir heraus wahrgenommen haben, das Weltenwort, das eben gesprochen worden ist, es ferner zu uns klingt. Erkenne erst den ernsten Hüter, der vor des Geister Landespforten steht, den Einlass deiner Sinneskraft und deines Verstandes Macht verwehrend, weil du im Sinnesweben und im Gedankenbilden aus Raumes Wesenlosigkeit, aus Zeitentruggewalten des eigenen Wesens Wahrheit dir kraftvoll erst erobern musst. Wenn wir solches gehört haben, kann in uns andächtig das Gegenwort aus den Tiefen unserer Seele heraus sprechen. Ich trat in diese Sinneswelt des Denkens Erbe mit mir führend. Eines Gottes Kraft hat mich hereingeführt. Der Tod, er steht an des Weges Ende. Ich will des Christus Wesen fühlen. Es weckt im Stoffes Sterben Geistgeburt. Im Geiste find ich so die Welt und erkenne mich im Weltenwerden. Vielen herzlichen Dank.